Daniel Fiene ist bei mir, spricht auch auf der Republika und du bist eigentlich Medienjournalist. Das heißt, du hast die Republika seit sehr vielen Jahren verfolgt. Wie hat sie sich verändert? Also nach wie vor ist es so eine Art Klassentreffen. Also die Leute, die im Internet mitmischen und es nach vorne bringen wollen in Deutschland, sind einfach hier. Nur mit dem Unterschied, als es vor 7 Jahren losging in der Berliner Kalkscheune, war das echt alles. Man hat sich in einem kleinen Hof getroffen, maximal 500 Leute waren da. Es wuchs und wuchs und wuchs und jetzt ist das richtig groß. Und mittlerweile ist das echt die größte Netzkulturkonferenz, wo man eigentlich sein muss, wenn man sich mit dem Thema digital in Deutschland beschäftigt. Du hast gesagt, es ist ein Klassentreffen. Hat sich das auch so verändert? Es sind einfach mehr Schüler da oder hast du das Gefühl, der Rektor kommt langsam auch mal? Ja, da kommen auch noch mal die aus der Nachbarschule vorbei und gucken noch mal rein. Also was mich wirklich sehr freut, ist dass tatsächlich auch, dass jetzt nicht nur sehr viele Medienjournalisten und auch andere Journalisten hier sind, die einfach mal gucken, was passiert hier eigentlich und das in sich aufsaugen, um einfach mal zu gucken, wie kann das auch für meine Arbeit profitieren. Sie berichten nicht nur drüber, sondern auch Leute, die in strategischen Funktionen da sind, dass die hier hinkommen. Das finde ich sehr gut und auch, glaube ich, genau der richtige Weg, weil ich glaube, so eine Veranstaltung, da nimmt man sehr viel mehr mit nach Hause, als wenn man zum typischen Branchentreff geht, der schon seit 20 Jahren da ist. Also das ist hier schon wirklich sehr wertvoll, weil man hier einfach auch mal so fachfremde Impulse mitnehmen kann und das ist, glaube ich, sehr gut. Ich tue mir mal so ein bisschen schwer, wenn ich lese, die Republika ist eine Bloggerkonferenz oder eine Internetkonferenz, weil wenn ich mir das Themenspektrum ansehe von, klar, Themen wie Netzneutralität und wie verändert sich der Journalismus oder wie verändert sich Publizismus durch das Internet, aber gleichzeitig auch diese ganze politische Debatte, die kulturelle Debatte dahinter, natürlich ausgelöst durch das Internet, aber das ist das Internet ja eigentlich nur ein Pass pro Toto sozusagen. Was sind für dich so die wichtigsten Einflüsse gerade? Also natürlich gibt es hier die Veranstaltung, unser Blog soll schöner werden. Also das finde ich natürlich herrlich, oder wenn dann der Sascha Lobo kommt und seinen Überraschungsvortrag hält, das gehört einfach dazu. Aber für mich auch so ein Aspekt, den ich mir auf meine Agenda geschrieben habe, ich möchte mich stärker auf dieser Republika um Echtzeit kümmern. Wenn ich auf Facebook und Twitter gucke, soziale Medien, die halten wir ja eigentlich für das, was jetzt gerade passiert und zu gucken. So. Aber es ist ja eigentlich falsch. Eigentlich ist das ja schon, sobald was geschrieben ist und ich das lese, ist das ja Vergangenheitsbewältigung. Also das ist schon ein paar Sekunden her, je länger das da ist. Und es gibt so neue Dienste wie Google Now zum Beispiel, wo Google mir schon Sachen auf den Schirm zaubert anhand meiner Daten, um zu gucken, was könnte ich in diesem Moment brauchen. Das ist ja echte Echtzeit in dem Sinne. Also wenn man eher in die Zukunft schaut. Und da gibt es so viele Dienste, die sich da ankündigen, die auch sehr viel mit Verhaltensmuster zu tun haben, die auch sehr viel mit Datenschutz zu tun haben, wo ich einfach sage, das ist spannend, da muss man sich einfach auch mit beschäftigen und da muss ich mich auch selbst fortbilden und da eignet sich die Republika hier sehr hervorragend zu. Also sozusagen vorausschauend surfen. Ja? Wie surft ihr? Surft ihr noch in der Vergangenheit oder freut ihr euch auf so ein Predictive App, also eine Zukunftsvorhersage auf eurem Handy, wie es dann in Zukunft weitergeht? Schreibt uns das gerne in den Kommentaren.